Hallo, ich bin die Christina. Ich bin Kontrabassistin beim Brucknerorchester Linz. Und ich bin mir ganz sicher, dass du die Melodie, die ich gerade gespielt habe, erkannt hast. Richtig, das war die Filmmusik aus Harry Potter. Ich möchte dir heute ein bisschen etwas über mein Instrument erzählen, den Kontrabass. Der Kontrabass ist das größte und tiefste Instrument aus der Familie der Streicher. Streichinstrumente werden die deshalb genannt, weil wir die vier Saiten mit einem Bogen, der mit Pferdehaaren bespannt ist, streichen. Das klingt so. Ich kann die Saiten des Kontrabasses allerdings auch mit meinen Fingern zupfen. Wie du hörst, sind das recht tiefe Töne, die aus dem Kontrabass herauskommen. Ich kann allerdings auch ganz, ganz hohe Töne spielen. Das sind dann sogenannte Flageolettöne oder auch Zaubertöne genannt. Dafür lege ich meine Finger nur ganz leicht auf die Saiten. Das klingt so. Der große Holzkorpus meines Instruments eignet sich auch hervorragend dafür, Rhythmuseffekte zu machen. Zum Beispiel sowas. Was mir besonders viel Spaß macht, ist, dass ich mich mit dem Kontrabass beim Singen selber begleiten kann. Bruder Jakob, schläfst du noch, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken? Ding, dong, dong, ding, dong, dong. Wie du hörst, ist der Kontrabass ein total vielseitiges Instrument und du kannst damit auch überall mitspielen. Egal, ob bei der Blasmusik, natürlich im Streichorchester, in einer Band oder bei der Volksmusik. Einen Bass braucht man überall. Für Kinder, die Kontrabass lernen möchten, gibt es an den Musikschulen auch ganz kleine Instrumente zum Ausborgen. Das heißt, du musst nicht mit so einem großen Instrument beginnen. Ich hoffe, ich konnte dir heute einiges Neues über mein Instrument erzählen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du bei deinem nächsten Konzertbesuch ganz besonders auf den Kontrabass schaust.